So, und damit würde ich dann jetzt auch tatsächlich die Eröffnung an der Runde an Gero geben. Und wie gesagt, wer immer etwas sagen möchte, kommt nach vorne, setzt sich auf einen Stuhl und sobald alle Stühle besetzt sind, muss sich jemand von den Anwesenden einen Platz räumen. Bitte. Ja. So, ich habe mir das eingebrockt. Ja, die Idee oder die Frage gerade war so im Raum. Wir haben heute angefangen ja mit einer sehr direkt oder sehr klaren Satzung für eine Stiftung, die schon sehr gut ausgearbeitet und sehr umfangreich war. Und der Tag hat sich entwickelt und wir haben gesehen, wie auch immer wieder in den Feedbackrunden es immer wieder zu dem Punkt kam, dass sich eigentlich das Thema nochmal öffnete. Dass man eigentlich nochmal stand und sagte, okay, wie soll das eigentlich funktionieren? Also das war so das, auch was ich immer wieder als Frage rausgehört habe. Also wie soll die arbeiten? Also was für Ziele soll die auch nochmal haben? Also wo man merkte, wir haben eigentlich schon auch konkrete Vorschläge, die sind gut, weil daran entzünden sich ja gerade die Fragen, dass man auch nochmal die Fragen stellt irgendwie nach der Arbeitsweise und man merkt, dass es da Alternativen geben kann und dass man einige Probleme auf ganz viele verschiedene Arten lösen kann. Und das Fazit der ganzen Sache war dann irgendwie, dass man denkt, okay, wie kann man jetzt irgendwie nochmal versuchen, nicht eine Zusammenfassung zu machen, sondern auch einfach das nochmal zusammenzuführen. Morgen haben wir ja noch einen kompletten Tag vor uns, wo wir viel machen können, aber das nochmal zusammenzuführen und einfach eine Mischung zu machen aus irgendwie den Wahrnehmungen oder was einem besonders wichtig ist nochmal oder was man heute versucht hat, was untergegangen ist oder auch sich einfach hier nochmal die Möglichkeit zu geben, sich auch einfach auch nochmal etwas zu vertiefen, was man heute irgendwie noch als Frage offen hatte, zum Beispiel auch konkret einer Stiftungsfrage oder einer Satzung, um hier nochmal exemplarisch nochmal die Debatte oder das zu vertiefen zu können und das in diesem Rahmen, dass es möglichst offen ist, dass wenn eine neue Frage kommt, einfach hier schnell rotiert werden kann. Ja, gut. Für mich steht nämlich die Frage auch eigentlich immer sehr weit oben, dass man einfach sagt, okay, was machen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich mit dieser Stiftung machen? Wir gucken, ich habe so ein bisschen das Problem, das Gefühl, wir machen so ein bisschen so einen auf die Grünen in Orange, was die Stiftungssache angeht. Da war das nämlich ziemlich lustig. Die hatten ungefähr auch mal so ein Wahlergebnis, ich glaube 1,5% bei ihrer ersten Antritt auf die Bundestagswahl, da war ja nichts und dann beim nächsten Mal haben sie sich gedacht, okay, das könnte was werden. Und so ein Jahr bevor das losging, also so ungefähr jetzt, nur ein paar Jahre früher, standen sie da und sagten, ey, wir brauchen so eine parteinahe Stiftung, weil wir wollen das den anderen nicht schenken. Stellt mal vor, wir kommen rein, wir brauchen sowas. Und wir haben ja auch andere Ziele. So, also fangen wir jetzt mal an. Und dann fing das halt so an. Also man fing an und sagte, wir brauchen eine parteinahe Stiftung. Und dann gründeten sie fröhlich drauf los und also erstmal 17 Landesstiftungen, ja, bei 16 Bundesländern, weil Berlin war ja sowieso zweimal, ja, und dann hatte man halt irgendwie die schon und dann brauchte man noch die Bundesstiftung und dann müssten die anderen dann noch eingebunden werden. Das war relativ lustig. Führte im Endeffekt dann irgendwie dazu, dass die Stiftung nochmal 2 Jahre, nachdem sie im Bundestag war, nochmal komplett resettet worden ist mit einer komplett neuen Satzung, die sich an einigen Stellen sehr lustig liest, wenn man vorher sagt, in den Zielen hat Basisdemokratie und in der Satzung selber steht dann irgendwie drin unter, wer wird Mitglied? Und dann steht da drin so, ja, Vorschlagsrecht hat die Bundestagsfraktion, der Bundesvorstand und die Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, was der Unterstützerin und Lobby- und Förderkreis ist, der das Geld gibt. So, dann denkt man so, okay, man sieht also, wenn man nicht vorne vorher denkt, was möchten wir eigentlich haben, wie soll das funktionieren, dann rächt sich das irgendwie massiv. Deswegen bei allen Satzungen oder auch Vorschlägen, die wir haben, die gut sind, weil sich Menschen Gedanken gemacht haben, müssen wir immer auch den Blick darauf haben, zu sagen, funktioniert das so, wie wir das hinterher funktionieren haben wollen? Eins. Und Nummer zwei ist, funktioniert das auch? Oder geht das irgendwie, ist da irgendwo ein Fu in dem Ding, das wir nicht rauskriegen und wir das Ding hinterher irgendwie abrupt resetten müssen? Das ist doch, glaube ich, die falsche Fragestellung, weil wenn du sagst, funktioniert das so, wie wir das später funktionieren haben wollen, ist das ein Schritt zu weit, weil du erstmal wissen musst, wie soll es denn funktionieren? Erst dann kannst du entscheiden, wie wir das dann so ans Laufen bekommen. Von daher finde ich eigentlich, dass also über solche Sachen wie viele Vorstandsmitglieder oder was auch immer, da können wir uns am Ende immer noch streiten, weil wie eine Satzung am Ende aussieht, das ist, glaube ich,
dann der Formalfu. Aber wichtiger ist für mich dann an der Stelle immer, was für einen Zweck haben wir denn und was für Ziele verfolgen wir konkret? Weil wenn du nämlich zum Beispiel vorher reinschreibst, wir möchten beispielsweise 3 Umfragen im Jahr veröffentlichen zum Thema, was weiß ich, was haben wir denn, was groß ist? Nachhaltigkeit. Sagen wir, wir nehmen 3 Umfragen im Jahr zum Thema Nachhaltigkeit und wir beleuchten 3-mal im Jahr dann eben einen anderen Bereich davon. Also wir haben ja zum Beispiel Soziales, Ökonomie und Ökologie und wir sagen, wir machen halt 3-mal im Jahr diese Umfrage dazu. Dann hast du doch schon eine Sache festgesetzt, woraufhin du dann andere Sachen aufbauen kannst. Ich glaube, es wäre nicht schlimm, wenn wir einfach ein bisschen konkreter werden, damit wir daraufhin den Zweck oder die Ziele der Satzung und der Präambel so ausrichten können, dass wir auch überhaupt am Ende wissen, was kriegen wir denn da raus? Ja, das ist auch das, was mich umtreibt, ja. Und ich habe die Alternative Liste in Hamburg mal mitgegründet und habe das so alles ein bisschen mitverfolgt. Neben diesen ganzen regionalen gab es auch noch die Frauenanstiftung. Das ist jetzt alles irgendwie einplaniert, ja, aber diese Anfangsgeschichten haben sich schon in dieser Entwicklung dann zum Teil wiedergespiegelt. Eben das Basisdemokratische gar nicht, das war schon weg. Und da war das Mäntelchen, das diese sehr gut organisierten K-Gruppen in den Grünen reingebracht haben, also das ist so ein Zeichen dafür. Das ist hier anders, das erlebe ich hier völlig anders. Und mein Plädoyer wäre eben diese beiden, es können ja die gleichen Menschen machen, ja, aber im Prinzip haben wir 2 Sachen, die wir parallel machen müssen oder sollten, ja. Auch so, wie das heute dargestellt wurde. Das eine ist die Geschichte mit den Satzungen. Ich habe zwar nur 6 Semester Jura studiert, aber so viel habe ich begriffen. Wenn man nicht darauf achtet, dass es, und das wäre völlig unpiratisch mal wieder, fände ich, ja, wenn man das so anlegt, dass es ganz schwer zu verändern ist. Ja, also piratisch ist, wenn es im Fluss ist, ähnlich wie ein Programm auch, ja, also die Veränderungsmöglichkeit mitgedacht wird. Und dann kann man auch mit weniger Bauchschmerzen mit was starten, was nicht genau das Ideale ist, was man gerne möchte. Und ich würde gerne ich bin vielleicht schon ein bisschen zu alt, weiß ich nicht, aber bin ein bisschen ungeduldig manchmal und würde gerne mit beiden Sachen morgen starten. Also das eine wäre die Arbeit, die wir gerne wollen, dass sie eine Stiftung macht, dass wir die anfangen und machen. Und zwar unabhängig davon, ob und wie viel Geld wir von diesem Staat kriegen. Ja, ich bin mir völlig sicher, das hat auch heute die Vorträge gezeigt, wir haben in der Partei und im Umfeld schon unglaublich viel an Know-how und Wissen. Okay, die meisten Menschen müssen von irgendwas leben und deswegen denkt man schon auch darüber nach, ob man sowas nicht auch finanziert bekommt. Aber wir haben ganz viel und wir können mit dieser Arbeit, was Transparenz für uns bedeutet und was nicht und was daraus folgt oder auch welches Gesellschaftsmodell daraus folgt. Diese Diskussion können wir führen und ich denke, sie sollten unabhängig von der Programmdiskussion, also es spielt natürlich alles miteinander zusammen, aber so ein Antrag auf einen Programmentwurf Wirtschaftspolitik, der wird nicht abschweifen und in die Tiefe gehen und den Grundsatzstreit suchen, sondern der ist darauf angelegt, in den nächsten paar Wochen, ja, nämlich bis zu diesem Parteitag und ein halbes Jahr vorher hat sich noch kaum einer drum gekümmert, also in der relativ kurzen Zeit übereinzukommen. Ja. Das ist die Arbeit der Partei. Und ich würde mir wünschen, dass das, bin dann gleich fertig, oder sobald sich einer meldet, bin ich spätestens fertig, dass wir also damit anfangen, sowohl irgendwie in diese Arbeit zu kommen, Bildungsveranstaltungen zu machen, das, was die Partei alles schon angefangen hat, ja, dass man das irgendwie koordinierter und mit mehr gegenseitiger Unterstützung und besser sichtbar nach außen, dass dieser Vorwurf, dass wir uns um Inhalte nicht kümmern würden, einfach schwieriger und zu erheben ist und das Selbstbewusstsein unserer Mitglieder auch mehr stärkt. Und die zweite Geschichte parallel mit diesen Satzungen wäre ich auch dafür, einfach die Fragen, die strittig sind, abzustimmen und mit einem Professorium anzufangen, wohl wissend, dass Professorien oft sehr lange halten. Also
ich habe irgendwie eine lustige Situation, weil ich habe irgendwie so auf der einen Hälfte so Widerspruch und auf der anderen Seite genau im gleichen Punkt eigentlich Zustimmung, weil ich glaube, da sind wir uns eigentlich ganz ähnlich, dass ich das nämlich auch getrennt sehe. Man muss erstmal arbeiten, ja, und das ist wichtig, aber ich sehe das da ganz stark getrennt, weil wir haben irgendwie eine parteinahe Stiftung, es ist so ein großes, tolles Passwort, dass vor allen Dingen, aber eine parteinahe Stiftung ist man halt, wenn man da irgendwie in den Bundestag sitzt und diese Kohle aus diesem Topf kriegt oder irgendwas anderes, ja, bewerft mich oder setzt euch hier hin, wenn ihr anderer Meinung seid. Und die, während das andere politische Bildungsarbeit ist. Also, und politische Bildungs, also ich sehe das tatsächlich stark getrennt. Wir müssen doch nicht darauf warten, oder wer da das Interesse hat, politische Bildungsarbeit zu machen, muss nicht darauf warten, bis wir uns irgendwie als Partei geeinigt haben auf eine parteinahe Stiftung. Der kann jetzt gerne anfangen. Also als Beispiel, ich habe mich auch tierisch darüber aufgeregt, dass wir ganz viele Bildungsveranstaltungen oder spannende Veranstaltungen nicht machen oder auch nicht machen können, weil uns ab und zu, obwohl wir irgendwie eine ganz klare politische Ausrichtung haben und eine Idee, uns ein bisschen das überparteiliche Podium fehlt. Ergo, ich habe unter anderem auch, vor kurzem haben wir einen Verein gegründet. So, das ist ein politischer Bildungsverein. So, der sitzt jetzt nicht hier und der sagt auch nicht, ich möchte parteinahe Stiftung werden, sondern der arbeitet jetzt einfach. Der macht einfach Dinge. So, wir haben jetzt irgendwie, wir haben schon angefangen, Projekte zu machen, bevor wir überhaupt den Verein hatten. Weil wir einfach gesagt haben, den brauchen wir dann, wenn die irgendwie anfangen, was zu kosten und wenn es eine Benzinabrechnung ist. Und was haben wir? Wir haben uns vor jetzt einer Woche gegründet. Wir haben ein Videoprojekt mit 2 Folgen im Dreh fertig gehabt, sehr professionell, also irgendwie das war 2 Monate Vorbereitung mit Skript und so weiter. Wir haben am 8.11. in Berlin eine Podiumsveranstaltung mit Sarah Wagenknecht. Die wird irgendwie moderiert von Ines Pohl, der Chefredakteurin der Taz. Die hat heute zugesagt. Wir machen Medientrainings für alle, aber auch also natürlich parteinah, also da kann jeder aber hinkommen, also wirklich Bildungsarbeit auf jedem Niveau. Wir versuchen Liquid Democracy zu erklären, heute hatten wir eine Veranstaltung in Oberbayern dazu. Wie gesagt, wir haben uns letzte Woche gegründet und das ist das, was wir bisher getan haben, weil wir einfach angefangen haben, etwas zu tun. Ich sehe das aber überhaupt nicht im Zusammenhang mit einer parteinahen Stiftung, da kann man doch jetzt einfach, also da kann man anfangen. Weil das andere, dass die parteinahe Stiftung, da sehe ich tatsächlich die Frage, die muss richtig gebaut sein, die muss richtig gemacht sein, die darf man nicht gegen die Wand fahren, die ist wichtig. Politische Bildung, also das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Es ist keine Ausrede zu sagen, wir müssen uns jetzt morgen hier auf eine Bundesstiftung einigen, weil sonst können wir nicht politische Bildungsarbeit machen. Nein, das ist halt nicht der Punkt. Wir können politische Bildungsarbeit. Wer das machen möchte, mache das jetzt. Und der Rest ist irgendwie eine fade Ausrede, um etwas durchzuboxen, was nicht ganz gar ist. Ja. Gut, also ich sehe darin keinen Widerspruch. Ich hatte ja versucht auch zu sagen, Inhalt und Form, wir brauchen beides. Ne? Primär ist klar, ist der Inhalt, die Bildungsarbeit, die du gerade ansprachst, oder die Kategorien, die wir hatten, das muss im Zentrum stehen und wir sollten uns darum kümmern, dass diese Arbeit halt losgeht, ne? Zu den zentralen Dingen, die uns wichtig sind. Und parallel brauchen wir aber eine Form, Sachen ohne Form zerflattern, werden chaotisch, gehen verloren und genauso das Plädoyer, das war also das, was im Raum ist. Es sind viele gut durchdachte Vorschläge für eine Satzung vorhanden, das haben wir heute gehört und es spricht gar nichts dafür, diese ganze Vorarbeit zu nutzen, wenn die schon Jahre geht und zu sagen, gut, wir nehmen das, wir gründen jetzt auch die Form mit dem Wissen, sie wird sich verändern, sie sollte sich verändern, aber sie ist erstmal da. Und vielleicht eine Frage aber, die Gero ja auch schon mal ansprach, die können wir vielleicht morgen ja nochmal diskutieren. Also die zentrale Paradoxie, die wir ja nicht nur in dieser Stiftungssatzung, sondern die ja auch unsere Partei prägt. Also es gab in letzter Zeit 2 Landesparteitage in Berlin und Sachsen, die eben so chaotisch waren, weil sie eben es nicht geschafft haben, die eine wichtige Seite der Basisdemokratie mit der anderen Seite einer gewissen Effektivität und Zielorientierung zusammenzubringen. Und das wird quasi auch eine Aufgabe sein, die wir vielleicht, weil das ist eine zentrale Kategorie so einer Transparenzgesellschaft, so einer neuen massendemokratischen Möglichkeit, dass natürlich dadurch Vielfalt entsteht, unheimliches Engagement, viele Menschen werden dadurch aktiviert, aber zum Handeln braucht man immer letztendlich auch Teams, Individuen, die Sachen durchziehen, die Verantwortung übernehmen, die dafür stehen. Und wir müssen diese beiden Seiten der Paradoxie zusammenbekommen. Das heißt, wir können ja morgen vielleicht nochmal überlegen, wie kann es also uns gelingen, in unserer Stiftungssatzung diese Paradoxie zu klären, dass sie möglichst ein offenes Gremium sein soll, wo jeder
Pirat oder auch Nicht-Pirat Mitglied sein kann, aber wir zugleich dafür sorgen, dass diese Sache möglichst bald und gut arbeitsfähig ist, dass also auf der anderen Seite klare Teams definiert werden, die Verantwortung übernehmen für Themen. Ne? Natürlich auch ein Vorstand, ne? Dass wir also beide Seiten gut ausgleichen. Ne? Also dass wir nicht nur zur einen Seite tendieren, weil wir Piraten sind, weil wir für Demokratie sind und für Basis, sondern dass wir andererseits genauso, ich hatte es ja betont, eine Art von geistig-kultureller Führung für diese Gesellschaft darstellen müssen. Und das ist letztendlich an Personen gebunden, an Teams, an Äußerungen, an Symbole. Das müssen wir genauso hinbekommen, sonst nimmt man uns wie derzeit oft wahr als ein netter, chaotischer Verein, an dem viele langsam die Lust verlieren und verzweifeln. Also in Berlin sind Freunde von mir erstmal ausgetreten nach dem Parteitag, die aber wertvoll waren. Und das sollten wir also versuchen, in dieser Stiftung von vornherein besser zu machen. Gero, du hast gerade etwas aufgezeigt, nämlich, dass ihr einen Verein gegründet habt und gleich piratige Arbeit gemacht habt. Entschuldigung. Ja, Buzzword. Okay, aber ihr habt intuitiv genau das gemacht, was wir versuchen, in ein vernünftiges Gerüst zu setzen. Gleichzeitig die Möglichkeit zu schaffen, das Hintergrundwissen, das man für eine politische Arbeit benötigt, zu konstruieren und eben die politische Arbeit zu machen, unter der Prämisse, dass man mit so einem Verein nämlich keine politische Arbeit machen darf. Du darfst keine politische Arbeit direkt in dem Sinne machen. Du musst die Information, die dahinter steht, die musst du entwickeln, die musst du bauen. Du musst die Ausbildung, die Bildung selber machen, ja. Aber das muss eben getrennt sein. Du hast der Verein, der als politische Stiftung gegründet werden soll oder dann entstehen soll, der hat ein sehr enges rechtliches Korsett. Leider. Oder auch Gott sei Dank, wie man es nimmt. Aber wir müssen beides vernünftig koordinieren und dafür sind wir hier. Wir sind hier, um unsere Überlegungen, das, was uns zu den Piraten geführt hat, das für die Gesellschaft zu entwickeln, auszuarbeiten, zu vermitteln, das gleichzeitig hinzukriegen. Und wir haben das Problem, dass wir das nicht als Partei tun dürfen. Weil die Arbeit, die wir machen müssen, ist mit Wissenschaft, mit Bildungssystemen. Die Leute werden einer Partei nicht ihre Stimme leihen. Ihr habt es geschafft, Sarah Wagenknecht hinzuzuziehen. Toll. Weil andere Parteien würden uns als Partei immer nur als Gegner sehen. Eine politische Stiftung oder ein politischer Verein, der uns sehr nahe steht, kann das ohne diese Konkurrenz aufzubauen, sondern einfach das zusammenzuführen. Ja, genau, man muss Geduld haben hier. Also ich würde das gerne unterstreichen nochmal. Gero, was du gesagt hast, ist nämlich unglaublich wichtig. Du hast davon gesprochen, von der praktischen Arbeit, die bereits läuft, aber hast sie nicht identifiziert als Arbeit der Stiftung. Man könnte jetzt so weit gehen und könnte sagen, das, was ihr gemacht habt, ist im Grunde schon also das Samenkorn, ja, oder die Basisarbeit für das, was aus dem dann eine Stiftung mal entstehen soll. Wenn die Stiftung nicht eine reine Kopfgeburt sein soll, nämlich das, was wir uns wünschen und das von top-down runterbrechen, sondern dass wir das von dem, was tatsächlich passiert, aufbauen, ist das ein Teil der Stiftung. Natürlich, im Moment habt ihr euch einfach ohne große strategische Überlegung habt ihr euch die Sachen genommen, die notwendig erscheinen oder vielleicht auch nicht, okay, dann nehme ich das zurück. Ja, aber auf jeden Fall, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja, wie das läuft. Also man sagt, oh, da müssen wir was machen, da müssen wir was machen und dann macht man es einfach. Und das ist unglaublich wichtig. Und daraus ergibt sich dann, wenn wir hier zusammensitzen, um das so ein bisschen zu clustern, wenn wir dann eine strategische Ausrichtung suchen, daraus ergibt sich dann das, was man später als Stiftung formulieren kann. Ich würde folgenden pragmatischen Vorschlag machen, dass wir tatsächlich auch zwei
zweistufig oder nee, nicht zweistufig, sondern parallel, zwei Prozesse parallel machen. Dass wir einerseits also diese Clusterung suchen, das wird nicht heute und auch nicht morgen gehen, da werden wir länger Zeit brauchen. Aber damit wir überhaupt also starten können und damit wir das zusammenführen können, sollten wir versuchen, so schnell wie möglich eine Satzung zusammenzubasteln. Und was ich heute gelernt habe, ist, dass eine Satzung natürlich in erster Linie ja wirklich nur der juristische Rahmen ist für die praktische Arbeit, die wir machen wollen. Und dann würde ich plädieren dafür, dass wir diesen juristischen Rahmen so klein und so schlank wie möglich halten und alles das, was zum Beispiel durch das Gesetz irgendwie vorgegeben ist, da rauslassen und nur das, was juristisch eben vorgeschrieben ist, dass wir das reinpacken. Und alles andere kann man dann ja später immer noch mal ändern. Natürlich ist es klar, dass man, da dürfen natürlich keine Klöpse drin sein, also von den Formulierungen hier, das ist schon richtig. Also insofern muss man da nochmal drüber gehen. Aber möglichst schlank machen und dann das Ding raushauen einfach. Als erstes möchte ich euch erstmal in Erinnerung rufen, dass wir hier 60, vielleicht auch mit Stream und prinzipiellen Interessenten 100 Leute von 30.000 sind, die eine parteinahe Stiftung haben möchten, denn deshalb sind wir hier. Das heißt, das eint uns erstmal. Ich glaube nicht, dass wir hier von einem Verein mit Führungsanspruch wenn wir sowas beschließen, dass wir dann noch von einer parteinahen Stiftung reden können, weil dann steht ein Großteil der Partei nicht mehr hinter uns. Und da sage ich ganz klar, wir müssen die Mitgliederanzahl offen gestalten für jeden, der mitmachen möchte. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Rahmenbedingungen. Nicht minimalistisch, sondern sinnvoll und so, dass wir auf breiter Ebene arbeiten können, ohne rechtlich mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Das heißt, wir müssen bei der Satzung darauf achten, dass wir alle Tätigkeiten, die wir vielleicht mal machen möchten, auch machen dürfen mit den entsprechenden und zur Verfügung stehenden Geldern. So. Und weiterhin möchte ich sagen, was ganz wichtig ist, die Arbeit findet jetzt schon statt, die gemacht wird. Und zwar in den AGs. Was wir, wenn wir eine Stiftung haben, machen müssen, ist Wissen, teilweise auch auf wissenschaftlicher Ebene von den einen oder anderen AGs, in die Stiftung reinzuziehen und gleichzeitig bei dieser Arbeit auch die Verquickung hinbekommen zwischen, ich sag mal, popularwissenschaftlicher Betrachtungsweise und streng wissenschaftlicher Arbeitsweise. Danke. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen, was du gerne vorhin gesagt hast, und zwar die praktische Arbeit. Klar, wir können alle anfangen, irgendwo in den Regionen Bildungsarbeit zu machen. Das wird auch gemacht und das ist auch gut so. Nur, wenn wir anfangen wollen, überregional zu arbeiten, strukturiert zu arbeiten, dann fehlt uns eins, dann fehlen uns nämlich die Arbeitskräfte dazu. Ich kann keinen solchen Verein, der später mal Stiftung genannt wird, einfach so nebenher organisieren und durchführen. Dazu brauche ich wenigstens ein paar Volltagskräfte. Und das ist ein Grund, weshalb wir eine solche Organisation, Verein, später auch Stiftung genannt, brauchen, um das Ganze zu koordinieren und auch tiefergehende Arbeit zu machen. Was im Augenblick regional gemacht wird, ist super, aber das funktioniert solange einer vor Ort ist, der dort ist und das durchzieht. So wie der Vater wird, Großvater wird oder was anderes zu tun hat, geht das Ganze den Bach runter. Und um das zu vermeiden, brauchen wir eben den Verein. Zuerst? Mir egal. Ist er dran? Hallo? Ja.
Ich habe mir ja, also ich bin ja heute relativ unbedarft hier hingekommen, weil ich mich die letzten Wochen überhaupt nicht damit beschäftigen konnte und habe mich also jetzt heute mehreren Vorträgen ausgesetzt, die sich mit dem, also ausgesetzt klingt schlimm, es war toll, die sich mit dem Thema Stipendium, Quatsch, Stipendien sage ich schon, Stiftung beschäftigen. Und ich habe halt mal kurz runtergeschrieben, was ich mir unter einer Stiftung vorstelle oder was ich gerne in einer Stiftung abgebildet sehen würde. Ihr könnt mich nachher verklagen, wenn ihr findet, dass das nicht so ist. Aber ich finde, wir sollten einige Themen finden und festlegen, Oberthemen, die der piratigen Philosophie entsprechen, also das, was wir uns irgendwie auf die Fahne geschrieben haben. Und wenn sich andere Leute dafür interessieren als die Piraten, finde ich das toll. Und ich glaube, das wird aufgrund dessen, dass wir einen anderen Blickwinkel auf die Welt haben möchten, wahrscheinlich auch so passieren. Ich finde, Teilhabe ist ein Oberthema. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die anderen Themen, wie eben schon gesagt, Ökonomie, Ökologie und Soziales sind. Das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit und wir finden Nachhaltigkeit wichtig, soweit ich das beurteilen kann. Ich finde Philosophie sehr wichtig, Medien und dass wir Europa und eine globale Sicht haben, weil das ist ja das, was die Piraten eben auch ausmacht. Es gibt uns eben nicht nur in Europa, sondern es gibt uns mittlerweile weltweit. Und ich würde mir vorstellen, dass wir Studien haben, damit wir ein wissenschaftliches Grundwissen haben. Dazu sind die Themen zum Beispiel auch Bildung, also dass wir auch direkt mit Bildungsmaterialien am Ende nach draußen gehen können, dass wir Stipendien und Förderungen allgemein haben. Und das ist natürlich jetzt heute, wo wir am Anfang stehen, sehr viel Zukunftsmusik, aber ich finde, dass wir nicht uns dadurch ausmachen, dass wir jetzt kleine Schritte machen, sondern dass wir direkt wissen sollen, das, was wir machen, bewegt halt im Endeffekt wieder was Großes, Ganzes. Und deswegen finde ich solche Oberthemen auch sehr wichtig. Ja, ich habe hier irgendwie in der Zwischenzeit so mehrere Strömungen erlebt. Und zwar die einen, die reden gerade eigentlich davon, ob wir überhaupt eine Stiftung wirklich haben wollen, was sie uns bringt oder nicht. Die anderen, die gehen natürlich, ich glaube, das ist der größte Teil hier, davon aus, ja, wir wollen unbedingt alle eine Stiftung. Und dann ist aber die Frage, fangen wir erstmal an mit den Inhalten und damit näher zu beschäftigen, wie soll die Stiftung aussehen? Oder wollen wir erstmal die Formalien klären, wie der rechtliche Rahmen aussehen kann, in dem das sich bewegt? Wir können das im Prinzip, und ich meine, ich bin jetzt im dritten Jahr Landesschiedsrichter und gerade Vorsitzender Richter hier in Hessen. Formalien gut und schön. Wir müssen aber uns noch überhaupt nicht über irgendeine Satzung unterhalten, solange wir uns nicht sicher sind, was wir eigentlich vertreten wollen. Was wollen wir in der Stiftung haben? Wie soll diese aussehen? Wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir den rechtlichen Rahmen darum bauen, indem wir die Satzung schreiben. Aber das ist wirklich jetzt eigentlich eine ganz nichtige Sache, die heute in meinen Augen überhaupt nicht besprochen werden sollte, weil dafür bin ich nicht gekommen. Kenat? Ganz kurze Antwort an dich noch, oder ein Zusatz. Die Arbeit der AGs ist gut, ist wichtig, ist notwendig, keine Frage. Nur im Regelfall haben wir nicht in allen AGs wissenschaftliche Mitarbeiter oder Professoren. Deswegen muss das, was in den AGs entwickelt wird, auf einer wissenschaftlichen Basis verifiziert werden. Diese Weitergabe aus unseren AGs, aus unseren Strukturen der Piratenpartei, die kann man aber nicht direkt an die Wissenschaft abgeben. Das geht einfach nicht, die wird nicht angenommen. Wenn, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn ich eine Frage bezüglich einer juristischen Sache habe, wo es definitiv nur zwei Fakultäten in Deutschland gibt, die mir das hätten beantworten können, ich habe mir dann eine ausgesucht, habe eine Anfrage gestellt. Du erwartest doch nicht, dass die eine Antwort geben. Wenn du Glück hast, vielleicht irgendwann. Macht das eine Stiftung, ein Verein, der nicht zur Partei, also der Partei nahesteht, aber nicht zur Partei gehört oder nicht Teil der Partei ist, dann sieht das ganz anders aus. Auf einmal heißt es, die wollen eine saubere Aussage haben, eine wissenschaftliche Aussage. Das heißt, wir können die Themen nehmen, über die Stiftung, über den Verein an die Wissenschaft abgeben und dann eine Verifizierung, eine saubere Basis an Antworten zurückbekommen, die man dann auch allen gegenüber vertreten kann, die dann auf einmal aufkommen und sagen, das habt ihr euch ja nur ausgedacht. Dafür braucht es eine Stiftung.
eine politische Stiftung an der Stelle. Und das war es auch schon. Ja, so halb. Du hast meine, die Satzung des Vereins gerade fett genannt, ja, also von mir. Nein, Spaß beiseite. Ich habe gerade vorhin noch, war der Punkt, und das ist ja auch immer noch der Punkt, du sagst, du argumentierst jetzt mit so, wir brauchen eine parteinahe Stiftung, weil die muss dann irgendwann mal Arbeit machen. So, ja, großartig, stimmt, wow, muss sie. Ja, das ist jetzt Ziel dahinter. Und die Sache ist halt die, jetzt werden wir keine parteinahe Stiftung haben. Das, wovon du redest, was du sagst, also das, worum wir hier sind, geht darum, dieses Ding, diesen Container zu bauen, der irgendwie wirklich einflussreich wird und wirklich weitreichende Möglichkeiten hat. Ja, da kannst du jetzt irgendwie prusten und husten, aber ja, doch, doch. Ich gebe dir ja recht und genau da muss man aufpassen, dass die Macht, sage ich jetzt mal, kontrollierbar beziehungsweise bei den Mitgliedern bleibt. Ha. Also in der Basis. Und deswegen halt das mit der Satzung ist erstmal vorne wichtig. So, wenn jetzt, jemand steht und sagt, ich möchte jetzt politisch arbeiten, ich möchte jetzt politische Bildung machen, ne, überparteilich ein Podium bieten, sonst was, irgendwas tun, ja, dann kralle er sich irgendwie 7 Leute, nehme sich eine Satzung, ja, die, mit der er arbeiten kann, die funktioniert. Hier höre ich die ganze Zeit so, ja, wir brauchen unbedingt so ein schlankes Startding und dann machen wir damit mal weiter. Ja, ey, das ist ein Verein gründen, das ist keine Raketenwissenschaft. Dann nimmt man sich eine Satzung, denkt mal drüber nach, was man machen möchte und setzt das Ding auf. So ein Ding ist halt in einer Woche fertig. Und man muss nur wissen, was man damit vorhat, ja? Und jetzt irgendwie zu sagen, morgen machen wir irgendwie das große Trägerkonstrukt für irgendwas und nennen das dann auch schon mal irgendwie in die Richtung parteinahe Stiftung, das hat nichts miteinander zu tun. Was wollt ihr? Wollt ihr jetzt anfangen, politische Bildungsarbeit zu machen? Herzlichen Glückwunsch, gründet einen Verein, fangt an zu arbeiten. Oder wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie hinterher eine finale Satzung aussieht? Diese Frage würde ich gerne jetzt mal geklärt haben. Was wollen wir hier eigentlich? Wollen wir einen Verein gründen oder wollen wir das endgültige Konzept hier entwickeln von einem echt wichtigen Träger? Zu deiner Frage habe ich einen ähnlichen Punkt. Wir sind hier zusammengekommen, weil zumindest der Großteil überzeugt davon ist, eine parteinahe Stiftung ist was Großartiges. Wir können damit die Themen, die bislang in den AGs laufen, die bislang in Vereinen nebenher laufen oder dazwischen geschaltet sind, sauber koordinieren und auf den Punkt bringen. Auf den Punkt, sodass wir es auch mit der Partei vertreten können. Dafür gibt es einen Topf mit x Millionen Euro. Und da ist mein Bauchschmerz. Dieser Topf ist Steuergeld. Und ihr habt alle die Twitter mit dem Hashtag von heute gelesen. Die Diskussion dort ist ziemlich hart. Das ist nämlich einer der Grundprobleme, die die Piratenpartei ja mit anpackt oder anpacken will. Wofür werden diese Steuergelder verwendet? Sollen sie dazu verwendet werden, unsere Partei mit Inhalten zu unterfüttern? Jein. Eine parteinahe Stiftung ist nahe der Partei, soll aber unabhängig sein. Inhaltlich unabhängig. Es ist aber eine Vermischung und die Grundsatzfrage, die wir hier noch gar nicht gestellt haben, ist, will die Partei das eigentlich? Wie ist denn die Mehrheit? Und dazu bräuchte es eigentlich einen BPT-Beschluss, bevor wir darüber diskutieren können, welche Satzung wollen wir, welche Organe brauchen wir. Von daher sollte das Ziel von hier und heute eigentlich sein, einen Antrag auf den BPT stellen. Will die Partei eine parteinahe Stiftung? Ja oder nein? Danach, so sehe ich das jetzt einfach aus der Diskussion heute, danach können wir uns zusammensetzen. A, Inhalte nochmal genauer definieren, Vorschläge dafür bereiten. Welche Inhalte soll diese Stiftung vertreten oder der Verein oder die Koordination von Vereinen? Und danach kommt dann das Gerüst, nämlich der einfache handwerksliche Ansatz, wie setzen wir es denn um? That's my point. Thank you. Und dann warten Sie, bis ein Bundesparteitag es geschafft hat, alle Wahlen zu erledigen und im letzten Moment noch schnell mal durchzukriegen, wollen wir eigentlich jetzt so eine Stiftung? Ja, ich gebe dir teilweise recht, aber ich gebe auch dir recht. Zum einen, was haben wir für Themen? Ja, wir haben so viele Themen. Welche Themen wollen wir vertreten? Wer soll das festlegen? Wann wollen wir das festlegen? Ich denke, machen ist da die richtigere Lösung, wie ihr das gemacht habt.
und einfach mal anfangen, unabhängig davon, ob jetzt die... Ich möchte an der Stelle noch kurz sagen, weil wir das Ziel, von, bevor das falsch rüberkommt, nur kurz, das Ziel von dem Verein ist halt ein Bildungsträger, der hat sowas von überhaupt gar kein Interesse, dieses Partei... Stiftungsding zu machen, nur mal zum Interesse, aber es ging halt, ich möchte noch mal, wollte nur die Polarität unterstreichen zwischen so, wollen wir jetzt etwas tun, dann tut einfach Kinder oder machen wir das mit der Satzung? Entschuldigung, ich wollte es noch. Genau, das ist das, was ich ausdrücken wollte. Also wenn wir jetzt warten und bis wir uns geeinigt haben, was jetzt Piratik ist, was unsere Themen sind, was unsere Kernthemen sind, was unsere Identität ist, da kommen wir nie zu dem Ding. Also es muss erst mal jemand anfangen, was zu machen. Und wenn sich regional ein kleiner Verein gründet, den man nachher unter so ein Dach stellen kann, dann ist das doch okay. Wir sollten das einfach wirklich von der praktischen Seite her aufziehen und da drumherum dann die Satzung zu zimmern. Denn erst wenn wir wissen, das funktioniert mit den kleinen regionalen Bezügen und wir wollen weitergehen und wollen das bundesweit machen. Und dann kümmern sich Leute darum, wie machen wir das bundesweit, unter welchen Bedingungen, wie sieht das unsere Partei und wie verbinden wir das dann bundesweit mit der Partei. Erst dann können wir mit der Satzung anfangen, aber vorher müssen wir doch mal ins Laufen kommen. Und diese ganzen kleinen Vereinigungen, die sich da jetzt gegründet haben, egal wie sie sich nennen, ja, die waren für mich so versteckt, dass ich keinen einzigen erreicht habe. Ich habe Leute gefragt, die das Piratenwerk gegründet haben. Die habe ich angemailt, angetwittert, keine Antwort. Ja. Ich habe in Bayern angerufen, habe gesagt, Leute, bei euch ist doch jemand, der macht sowas. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht wer, die halten sich so versteckt. Ja. Da geht nichts vorwärts. Also, aber es wird was gemacht, wir müssen das nur kommunizieren und endlich mal die was machen, sich auch kurz schließen, dass wir so weit kommen, dass wir etwas haben, mit dem wir zum Bundesparteitag gehen können und sagen, so stellen wir uns das vor, jetzt brauchen wir noch den Beschluss, wollt ihr das oder nicht? Ja, ich mache meins ganz kurz, dieses, ihr wollt etwas machen, ja dann steht auf und macht, das klingt so, als gäbe es das BGE schon. Also es gibt viele Leute, die etwas machen möchten, aber die müssen Fahrtkosten bezahlen, die müssen Übernachtungen bezahlen, die müssen manchmal Ausfallhonorare haben. Das sind Dinge, die kosten Geld. Ich mache es mal an... einen Moment, lass mich zu Ende reden. Lass mich zu Ende reden. Nicht immer dazwischen reden, das ist schon das zweite Mal da. Lass mich das an einem konkreten Fall beispielhaft aufzeigen. Ich habe über Jahre politische Bildungsarbeit an Schulen gemacht, im Auftrag der Adenauer-Stiftung, der Döring-Stiftung, der Naumann-Stiftung. Das sind Sachen, die brauchen Organisation, die brauchen Geld, du musst Arbeitsmittel beschaffen, manchmal haben wir mit Theatergruppen gearbeitet, da kannst du nicht einfach sagen, nun seid ihr idealistisch genug, ihr wollt was tun, steht auf und macht. Nein, das muss organisiert und das muss bezahlt werden. Hier stand gerade der Punkt im Raum, dass wir auf dem Bundesparteitag die Frage stellen sollten, ob wir eine politische Stiftung haben wollen oder nicht und dann dort abgestimmt werden soll. Ich habe in Neumünster festgestellt, dass wenn man den Leuten explizit auch eine Information dazu mitgibt, was die Vision ist, die man selber hat, wie das Ganze auszusehen hat, welche Rahmenbedingungen existieren, dann hat die Leute das überzeugt, weil sie verstanden haben, worum es einem ging. Sie haben verstanden, welche Arbeit gemacht werden sollte. Sie haben verstanden, wie die Strukturen sein sollten. In einem gewissen Rahmen, klar, man kann das Ganze bis ins Detail ausarbeiten, keine Frage, aber man muss den Leuten eine Vorstellung vermitteln, wie das Ganze zu sein hat. Kann man das nicht, schafft man das nicht, wird man immer nur ein Nein bekommen, weil man immer nur das Negative an so etwas sieht. Und genau das ist eigentlich der Ansatz, weswegen ich auch heute hier bin. Es geht darum, zu zeigen, wie können wir etwas produzieren, wie können wir einen Verein gründen, der so piratisch ist, Entschuldigung, Buzzword, ich weiß, aber der für unser Verständnis so viel von unseren Werten mitträgt,
wie es auch nur möglich ist. Und genau diese Arbeit, die ja mindestens 4 andere Stiftungen machen, auch diese Art von Arbeit produziert. Und ganz ehrlich gesagt, ohne eine Struktur, ohne eine Überlegung, wie das Ganze auszusehen hat, welche Inhalte drin zu sein haben, ohne das Ganze kann man es nicht vermitteln. Dafür bin ich heute hier und auch morgen, und das möchte ich auch allen mitgeben. Was wir brauchen, ist die Möglichkeit, den Leuten zu erklären, was uns vorschwebt, was wir erreichen wollen und mit einem großen Teil auch, wieso wir es erreichen wollen. Danke. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur mit noch ein bisschen anderen Worten anschließen, weil, wie gesagt, ein Parteitag kann nur beschließen, wenn etwas da ist, und über eine abstrakte Frage, wo gar keiner nachdenken kann, kann man nicht entscheiden. Insofern, wie erst schon mal das Plädoyer, wir sollten nicht entweder oder sagen, sondern sowohl als auch. Ne? Wir sollten, wie die Dame erst schon sagte, so eine bundesweite Stiftung entsteht nicht zufällig irgendwo in der Region. Es ist eine Arbeit, auch diese Vorbereitung des heutigen Treffens, da haben sich Menschen engagiert, das war ein langer Prozess, das sollte man auch würdigen und nicht einfach irgendwie wieder wegwischen. Es findet nicht ständig statt. Wir wissen, es gibt eine Initiative zu so einer Gründung seit Jahren, ist ja bisher nicht gelungen. Ne? Und wir sollten also die Chance, dass hier viele Menschen sind, die es wollen, nutzen. Wir sollten es natürlich nicht festmachen. Mein Vorschlag war, wir gründen eine provisorische Verein mit einer provisorischen Satzung, einer provisorischen Tätigkeitsstruktur, die man dann dem Parteitag vorlegen kann, als ein Bild, das stellen wir als dafür Gehende uns vor, und dann kann man darüber abstimmen. Und Plädoyer 2 zur Diskussion vorher, auch dieses Entweder-Oder, Form oder Inhalt, wir brauchen da auch beides. Wir sollten eine Form gründen, wir brauchen eine Satzung und einen Verein, aber das schließt überhaupt nicht aus, dass wir uns auch über die Tätigkeitsinhalte genauso parallel gleichzeitig eine erste Aktivitätsidee dafür entwickeln. Ne? Das ist also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. So bewegt sich die Welt, und diese Art von mit den Paradoxen umgehen, das ist quasi das Qualitätskriterium dieses neuen Denkens. Ne? Also Hawkes beschreibt das als Übergang vom dualen zum fluiden Denken. Das ist das, was Transparenz ausmacht, dass die Dinge schließen sich nicht aus. Wir müssen lernen anzuerkennen, dass das unsere Stärke ist, was sie ja auch ist, die unheimliche Vielfalt von Meinungen zuzulassen und zu lernen, damit umzugehen, diese Aktivitäten nicht zu negieren, nicht zu sagen, du bist doof, weil ich denke anders, sondern was du machst, ist genauso wertvoll, du machst das andere, was ich nicht mache, wie das Hegel-Zitat, und zusammen entsteht daraus etwas, was uns reicher, lebendiger, schöner macht als die anderen Parteien, die nach wie vor nur Teilinteressen, Teilpositionen verkörpern können. Das sollten wir auch für unsere Aktivitätsform lernen. Also sowohl anfangen, eine provisorische Satzung mit einem provisorischen Verein gründen, und auch Inhalt und Form dafür mit von vornherein jetzt anlegen und diese Energie, die uns zusammenführt, nutzen dafür, und nicht wieder zu sagen, wir gehen jetzt auseinander und treffen uns irgendwann wieder, sondern wir gehen auseinander morgen, indem die Menschen, die daran weiterarbeiten wollen, sich finden und dafür eine erste Aktivitätsform entwickeln. Und wer nicht will, muss ja dann nicht mitmachen. Natürlich bleibt das ein freies Geschehen. Ja, soweit mein Plädoyer. Also ich bin tatsächlich dafür, wenn wir sowas machen, das dann so weit wie möglich schon zu entwickeln, damit sobald es einmal abgestimmt ist, wir schon loslegen können und nicht dann nochmal uns der Kritik stellen müssen, und dann arbeiten wir nochmal daran und dann legen wir es nochmal vor und dann arbeiten wir nochmal daran, weil so entmutigen wir uns nämlich untereinander, und das finde ich nicht so gut. Und jemand hat eben gesagt, für ihn stünde noch gar nicht fest, ob denn die Stiftung überhaupt gegründet werden soll, aber er ist ja trotzdem hier. Und deswegen hätte ich eigentlich gerne ein Meinungsbild gehabt, welche von den Leuten, die hier sind, denn eine Stiftung gründen wollen oder die sagen, sie wissen es noch nicht. Also wer von euch möchte denn eine Stiftung gründen? Viele und viele. Eins. Wir können auch einfach die Gegenprobe zwei, machen. Zwei, drei, also vier. Also wer von euch ich sehe gerade 5 Leute, die nicht aufgezeigt also haben. Also wer von euch möchte das nicht? Okay, dann sind die 5 wahrscheinlich diejenigen, die sich enthalten oder noch ein bisschen unschlüssig sind. Aber die Weiß-nicht-Fraktion, sagt man gerade links von mir. Aber ich meine, das ist ja schon mal was, und ich finde, dass das schon energetisch genug ist, dass so viele Leute hier sind und sagen, wir möchten das machen und setzen uns mit konkreten Satzungen auseinander, dass wir auch gucken sollten, dass wir so weit wie möglich nach vorne sprinten, bis dann, wenn wir es abstimmen lassen, damit wir auch wirklich anfangen können und nicht wieder in der Versenkung verschwinden und verharren. Applaus.
Fehler, die in der Projektplanungsphase passieren, sind besonders teuer, kosten besonders viel Zeit und Geld. Warum? Weil sie sich durch den gesamten Projektverlauf durchziehen. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, in der Vorgründungsphase besonders intensiv, besonders genau zu arbeiten, da lieber einmal ein oder zwei Monate extra dran zu hängen, damit dann, wenn man zur Umsetzung kommt, eben das Ganze reibungsloser läuft, als wenn man da am Anfang schnell, schnell macht, einen Verein gründet und dann im Nachhinein erst draufkommen, ups, da haben wir einen Fehler eingebaut, das funktioniert nicht optimal und so weiter. Ich bin der einer der Leute, die noch unschlüssig sind, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine Stiftung zu gründen. Und zwar fehlen mir noch zwei wichtige Sachen, wo ich noch nicht einmal abschätzen kann, in welche Richtung es geht. Das eine sind die Inhalte. Für mich ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen den klassischen Stiftungen und der Piratenstiftung könnte sein, dass wir sagen, wir machen eben nicht nur diese ganzen Trainings, Fachwissen, Soft Skills, Kommunikationskurse, Kampagnenmanagement für verdiente Leute aus der Partei, sondern wir gestalten das bewusst so offen, dass alle Leute, die sich von Bürgerinitiativen angefangen, bis hin zu Leuten, die sich einfach nur um ein Straßenbauprojekt zu Hause in ihrer Gemeinde kümmern, unsere Stiftung als Ansprechpartner erleben, dort lernen, wie sie ihre Rechte, wie sie diese Mittel der Bürgerbeteiligung weiternehmen können. Und dann kann ich sagen, ja, die Stiftung macht einen Sinn von der inhaltlichen Ebene. Und bei der Ebene der Organisationsform möchte ich zumindest so eine Art Grafik, ein Diagramm haben, wie wir es heute am Anfang schon gesehen haben, wo man sehen kann, wie laufen denn Entscheidungsprozesse ab, welche Organe gibt es. Dazu brauche ich aber noch lange keinen ausformulierten Satzungstext. Aber diese beiden Dinge sollten soweit klar sein, dass ich mir ein Bild von dem Gesamtprojekt machen kann, vielleicht auch unterschiedliche Optionen geliefert bekomme, um mich dann auf einem Bundesparteitag entscheiden zu können. Und der zeitliche Faktor, den kann ich noch gar nicht einschätzen, weil es gibt durchaus gewisse Erfahrungen, wo man sieht, dass ein Bundestagseinzug unter Umständen gar nicht dazu führt, dass man sofort Geld bekommt. Die Stiftung der NPD in Sachsen zum Beispiel, der hat man nach dem ersten Einzug in den Landtag die Gelder verweigert, und zwar mit dem Hinweis, dass es eine kontinuierliche politische Strömung geben muss. Und da hat man gesagt, der Wiedereinzug in den Landtag ist erst das Kriterium. Wenn man das jetzt umrechnen würde auf die Bundestagswahl und die Piraten, würde das heißen, nicht 2014, sondern 2017 gibt es die großen Gelder. Bei der Entwicklungszusammenarbeit weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich da aus einem Verein als Schatzmeister tätig bin, die Projektförderungsmittel vom BMZ gibt es 3 Jahre, nachdem man das erste eigene Auslandsprojekt gemacht hat. Und vorher muss man sich die Gelder woanders zusammensuchen. Und das sind eben Dinge, die wir erst klären sollten, bevor wir anfangen, schon schnell irgendwelche Vereine zu gründen und vielleicht sogar noch jetzt in Bochum den Piraten die große Frage zu stellen, ob sie ein Stiftungskonzept unterstützen oder nicht. Und ich bin gerne bereit, eben heute und morgen und auch heute Nacht, solange es geht, gemeinsam mit euch daran zu arbeiten, dass wir da gute Ideen finden, weil ich glaube, so eine Stiftung hat total viel Potenzial. Ja, ich bin froh, dass es so Leute gibt wie dich, die sich um die rein theoretischen Sachen dabei kümmern. Mich interessiert da viel mehr das Praktische. Ich wollte auch vorhin nicht sagen, dass ich gegen Stiftung bin. Ja? Also ich bin absolut dafür. Und die Leute, die da Probleme haben, dass da Gelder kommen, da wundere ich mich nur, dass die keine Probleme haben, Gelder aus der Parteienfinanzierung zu bekommen. Ja, natürlich. Letztendlich ist es doch so, wir wollen doch zeigen, wie es anders geht. Und es stimmt, damit die Projekte kontinuierlich weitergehen, brauchen wir Leute, die das vorantreiben, die da nicht den Rest ihrer bisschen Freizeit da reinbringen. Diese Leute, die sind meistens dann auch noch im Vorstand von irgendwas und sowieso schon sehr beschränkt in der Zeit. Und wenn die mal krank werden, Burnout kriegen oder sonst irgendwas, ist es eben aus. Und das soll es ja nicht sein. Das heißt, wir brauchen Leute, die das vorantreiben, die es am Laufen halten, die sich um Mitarbeiter kümmern, die Zeit haben zu recherchieren und das kontinuierlich zu betreiben. Auch das BGE wäre ein schönes Projekt, das man auf diese Art und Weise erforschen könnte, das unabhängig von unserer Partei ist. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das haben wollen. Und deswegen bin ich sehr stark dafür und muss sagen, ich halte jeden, der sagt, nee,
Gelder, da Veruntreuung und wie die anderen das machen, das ist mir völlig wurscht, wie die anderen das machen. Der denkt nicht richtig drüber nach. Wir wollen es machen, wir wollen es transparent machen und dann sollten wir das auch tun. Und da brauche ich und möchte ich auch gar nicht auf irgendeinen Vorstandsbeschluss warten oder auf irgendeinen Parteitag warten. Wenn sich Leute finden, die das mit mir zusammen machen möchten, hallo, hier bin ich. Ja, wir starten es erstmal, ja, und es gibt ja hier genügend Leute, die sich hinsetzen und Satzungen und Konzepte ausarbeiten, die können das in eine grobe Form gießen und wenn wir nachher da einen Dachverband dazu gründen, wie immer es sich schimpft, dann können wir daran arbeiten, das Ganze anzupassen. Da brauche ich keinen Bundesparteitag dazu. Ja, du hast mir eigentlich die Worte fast aus dem Mund genommen. Was ich vorhin gemeint habe, war einfach die Bauchschmerzen, die ich auch aus dem LV oder auch aus anderen Bereichen einfach hier nochmal mit reintragen wollte. Es gibt diese Befürchtungen und wir sollten in unserer Arbeit da auch darauf hinweisen. Du hast es ja so schön gesagt, die Leute mit einem Konzept zu begeistern, 1, 2, 3 Optionen zu bieten, wie man es machen könnte oder wie wir es uns vorstellen, wie es sinnvoll ist. Und dass es sinnvoll ist, ist es klar. Wir brauchen ein Forum, in dem wir die Arbeit, die wir bisher auf freiwilligen Arbeit machen, er hat es ja gerade gesagt, diejenigen, die das nebenher machen, eben auch noch als Vorstand oder anderesweitig ehrenamtlich tätig sind, dass die da auch die Bestätigung bekommen, beziehungsweise die Unterstützung, die Sicherheit, das Netz und eben auch die Mittel, um das Thema gemeinsam zu vertiefen. Erstmal möchte ich nochmal eine begriffliche Klärung herbeiführen. Worüber wir hier reden, ist keine Stiftung. Wir reden über einen gemeinnützigen, eingetragenen Verein. Wenn wir uns eine Stiftung ans Bein nageln wollen, dann wünsche ich uns ein herzliches Beileid. Das werden wir nicht schultern können. Da bräuchten wir einen Stifter, der uns richtig viel Geld irgendwo hergibt. Das können wir erstmal vergessen. Und zum Zweiten müssen wir mal darauf eingehen, was mein Nachbar, ich habe jetzt den Namen nicht, vorhin gesagt hat, Öffentlichkeit bei den Veranstaltungen für jedermann und sowas. Um diese Gemeinnützigkeit zu erreichen, ist genau diese Öffentlichkeit Bedingung. Genauso wie die Veranstaltungen von Friedrich-Ebert-Stiftung, Adenauer-Stiftung und sowas öffentliche Veranstaltungen sind, wo jeder hingehen kann. Also das ist eine der Bedingungen für die Gemeinnützigkeit. Um das mal kurz klarzustellen, also einen Verein zu gründen, das geht, wie es hier ja schon die ganze Zeit gesagt wurde, ratzfatz. Einen Verein zu gründen, der alle Bedingungen erfüllt, dass man ihn möglicherweise in einen parteinahen Verein überführen kann, das ist etwas schwieriger und da guckt dann gleich die Finanzdirektion der jeweiligen Finanzämter, guckt da direkt drauf. Also das ist ich habe schon zu hören bekommen, dass das um einiges problematischer ist als ein normaler Verein. Das ist das eine. Und das zweite, klar, wir brauchen keinen Beschluss vom Bundesparteitag, aber es wäre gut, wenn wir einen hätten. Ich will die Basis daran beteiligt haben. Ich will, dass sie Bescheid wissen. Ich will sie im Boot haben. Dran? Okay. Ich wollte noch anmerken, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, dass es schon Satzungen gab, weil ich dachte, oh, hoffentlich springen die jetzt nicht alle schon zu weit nach vorne, aber ich war mir auch noch gar nicht im Klaren darüber, wie weit die AG schon ist, wie gesagt. Aber ich muss sagen, dass ich finde, dass es sehr gut ist, dass es heute schon 2 Satzungsentwürfe gab und dass wir was Handfestes hatten, worüber wir diskutieren konnten, weil wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen besser für uns persönlich wissen, wo es hingehen soll, was ich will und was ich nicht will und was ich mir vorstellen kann, weil jetzt hat man halt irgendwie so eine Ausarbeitung, an der man sich gedanklich auch messen kann. Von daher finde ich das eine ganz tolle Sache, dass es auch 2 relativ unterschiedliche Satzungen sind und dass wir da ganz gut dran diskutieren konnten, was wir gerne möchten. Ja, ein Diskutant, ich liebe es. Ja, klar, Bundesparteitagsbeschluss, das wäre nice to have, ja. Aber dass schon mal was läuft bis dahin, ja, ist noch viel besser. Ja, also von daher
bleibe ich bei meiner Einschätzung. Und ich denke, es gibt auch unheimlich viele, die einfach nicht die Zeit, Geld oder Gesundheit hatten, hierher zu kommen. Ich glaube nicht die Prognose von Knut, dass wir da nur so 100 Leute sind. Ich denke, dass wir schon erheblich mehr Leute sind, wenn man mit denen redet und ihnen einfach mal ganz kurz sagt, um was es uns geht, werden wir, denke ich, locker ein Drittel unserer Partei hinter uns bringen können. Ja, man muss es nur eben mal anfangen und man muss es kommunizieren und man muss es laut kommunizieren. Und mit schönen Beispielen, ja. Ich bin ein bisschen, sagen wir mal so, geschockt von der Diskussion, was wir jetzt alles noch vorher festlegen müssen, was wir vorher auch an Inhalten schon definieren wollen für eine zu gründende Organisation. Ich gehe auch von einem eingetragenen Verein aus. Ich würde das ganz anders aufziehen. Es gab ja vom Prinzip einige Vorschläge, erstmal eine Organisation gründen, die Vereinsziele, die wir zum Beispiel politische Bildung, Politik, Forschung und vielleicht internationale Zusammenarbeit, kann man vom Prinzip reinschauen, ist relativ weit gesteckt. Und wenn man diese Plattform hat und diesen Verein gegründet hat, dann hat man vom Prinzip was Bestehendes, was man damit Leben füllen kann. Ähnlich haben wir das in Thüringen gemacht. Wir haben einen Verein mit relativ offenen Grenzen geöffnet. Er existiert, er läuft. Wir machen zwar aktuell nicht viel, aber wer Veranstaltungen planen will, der kann zu uns kommen und uns fragen, hier, wollt ihr es mit unterstützen? Kriegen wir von euch vielleicht eine kleine Unterstützung, Materialpool, einen Laptop, der mal an den Beamer angeschlossen werden kann? Wenn wir noch ein bisschen Geld haben, kriegen wir vielleicht noch eine Infrastruktur, was zum Beispiel hier Mikrofone oder Verstärkeranlagen ist, aber das sind Sachen, die wir uns noch nicht leisten können. Wir haben eine Mailingliste, wir haben eine Webseite. Das ist erstmal ein Verein, der steht und arbeitet. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, wir müssen mal anfangen und alles andere, wenn die Infrastruktur steht, können wir das weiter mit Leben füllen. Und was vor uns auch gesagt wurde, dass die Basis mit eingezogen werden muss, ist ganz, ganz wichtig. Es gab schon mal halt 2010 die Gründungswelle dieser Piratenbildungswerke. Da wurde sehr, sehr viel diskutiert, ob das nur eine intransparente Organisation ist, weil keiner wirklich mitgenommen wurde. Wir hatten das in Thüringen glücklicherweise sehr, sehr offen aufgezogen. Das Ganze wurde auf dem Landesparteitag vorgestellt, dass es da eine Initiative gibt. Es wurde eingeladen, breit kommuniziert, dann gab es irgendwann ein Gründungstreffen und seitdem weiß eigentlich so jeder aktive Pirat, dass es den Verein gibt. Wer ist Mitglied, wer ist verantwortlicher? Und da gibt es gar keine Diskussion, wie es zum Beispiel auch auf der Bundesebene gibt über das Piratenbildungswerk. Der Thüringer Landesverband ist da, er ist akzeptiert und jeder weiß, wer die Ansprechpartner sind. Und ich denke, wenn wir das in eine ähnliche Organisation, wenn wir es nochmal neu gründen, jetzt Zukunft nochmal wiederholen, also ganz offene Diskussion und eine relativ einfache Struktur schaffen, denke ich, da sind wir auf der sicheren Seite. Und wenn wir die Organisation, die rechtliche Organisation haben, können wir sie schnell mit Leben füllen. So, ja, ich hätte noch einen Punkt, also weil ich hatte vorhin noch hatte ich ja noch am Anfang die Frage gestellt, deswegen das auch nochmal mit dem politischen Bildungsverein gesagt, die mir halt ganz besonders wichtig ist, was dieses Treffen angeht, dass man halt eine Aussage hat, was tun wir hier? Wollen wir jetzt hier einen gemeinsamen Verein gründen, der dann jetzt anfängt, politisch zu arbeiten, oder wollen wir uns halt eine Satzung für den zukünftigen Verein bauen. Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt daran lag, dass das vielleicht unsauber irgendwie formuliert war von mir. So. Oder, aber was ich so rausgehört habe, gibt mir irgendwie ein anderes Bild. Ich habe als direkte Antwort eigentlich oder auch immer wieder von den Redebeiträgen immer wieder gehört, diese Sache mit, ja, so ein Verein jetzt einfach so wie du oder ihr den da habt, Der hat ja dann gar keine Mittel und da kann man ja nichts Kontinuierliches aufbauen und so. Ist natürlich erstmal eine steile These, weil das ist ein Verein. Wenn der kein Geld hat, ist er selbst schuld, weil er soll Dinge anwerben oder Mittel anwerben. Ja? So, also jeder, der mal irgendwie, ob er jetzt einen Angelverein macht oder einen Schrebergartenverein, da gibt es viele Mittel der Finanzierung. Also nein, es geht hier nur einzig und allein um jetzt politische Bildung und Arbeit machen. Kann man machen, ist ein ganz anderes Level. Und das ist nämlich das viel Spannendere. Dieses Argument, dass man hört, ja, wir brauchen aber diese anderen Mittel, weil damit kann man erst kontinuierlich arbeiten, ja. Also das war ja so die Antwort darauf. Und da höre ich so raus, ja, ist eigentlich scheißegal, arbeiten jetzt direkt, nö, weil eigentlich in den Gedanken ist man nämlich schon bei dem Ding, was wir frühestens nach der Bundestagswahl irgendwann haben werden. Und wenn dem so ist,
dann bitte ich doch sehr darum, dass dieses Treffen und über generell Treffen, die irgendwie diesen Namen Stiftungstreffen oder sonst wie haben, sich dann auf eine Satzung konzentrieren und die vernünftig machen. Noch zwei Wortmeldungen, Herbert, Knut, und dann würde ich die Runde mal beenden. Jein. Ich sage einfach mal jein. Natürlich will ich was machen, will sofort starten. Ja? Und wir können nicht nur kontinuierliche Arbeit machen, wenn wir, solange wir keine Mittel haben. Wir können auch jetzt schon kontinuierliche Arbeit machen. Die hat dann eben nur kleinere Schritte. Ja? Also wir sollten nicht zu viel auf einmal wollen, solange wir die Möglichkeiten nicht haben. Aber wenn wir die kleinen Schritte schon mal gehen, lernen wir laufen. Definitiv, und wir haben ja auch gar keine andere Wahl, weil die Mittel werden ja de facto erst nach der Bundestagswahl kommen für auch eine parteinahe Stiftung dann. Also die Frage stellt sich ja tatsächlich halt einfach nicht. Hallo, ganz konkret, wir müssen einen Container bauen, und zwar für eine parteinahe Stiftung. Es geht um diesen Container. Wer arbeiten will, hier im Jetzt und Gleich, kann jederzeit irgendeinen Verein gründen. Das ist richtig. Aber für eine parteinahe Stiftung müssen wir den Container bauen, der, ich sag mal, fest genug ist, dass alle Leute in unserer Partei da reinpassen. Und selbstverständlich müssen wir uns, wenn der Container in den Grundzügen steht, das heißt Satzung und Ähnliches, das Ganze natürlich auch absegnen lassen von der gesamten Partei, egal wie. Danke.